Eine neue Woche mit Brisanz. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, liebe Zuschauer. Heute geht es unter anderem um ein Interview, das um die Welt geht und um Sex, Lügen und um ihn hier. Dann ein bisschen später in der Sendung bei uns. Zunächst zu diesem Thema. Der Vorfall sorgt in Großburg-Wedel in Niedersachsen für Entsetzen. Eine 24-Jährige wird auf der Straße niedergestochen. Ärzte retten ihr in einer Not-OP vorerst das Leben, muss man sagen. Doch die Frage nach dem Warum bleibt zunächst unbeantwortet. Offenbar wollte die Frau nur einen Streit schlichten. Nicht der einzige Messerangriff übrigens an diesem Wochenende in Deutschland. Zurück nach Deutschland jetzt. Es ist eine Situation, in der alles zusammenkommt. Ein Schwerverletzter sitzt nach einem Unfall eingeklemmt in seinem Fahrzeug. Er ist bewusstlos. Ja, und dann fängt das Auto auch noch an zu brennen. Das ist ein Moment für mutige und vor allem auch entschlossene Helfer. Und genau so einer kam zum Glück auch gerade vorbei. Das stimmt allerdings. Er hier setzte alle Hebel in Bewegung, um das Interview zu stoppen. Doch vergebens. Gefühlt wartete das ganze Land auf die pikanten Details, die Pornostar Stormy Daniels über ihre angebliche Affäre mit Donald Trump preisgibt. Ja, und die Zuschauer, sie wurden nicht enttäuscht. Stormy Daniels packte in der Sendung 60 Minuten über ihre Sexbeziehung zu Donald Trump aus. Die Quoten gingen übrigens durch die Decke. Und auch der US-Präsident selbst wird sich dieses Interview wohl angetan haben. Wahrscheinlich 60 sehr, sehr qualvolle Minuten für ihn. Und wir bleiben noch in den Vereinigten Staaten, liebe Zuschauer, und reden jetzt über einen Mann, der sagt, die Erde ist eine Scheibe. Kein Witz. Matt Mike nennt er sich und für seine These hat er sogar eine Rakete gebaut, um sich die Sache mal von oben anzuschauen. Bleiben wir auf alle Fälle dran an Matt Mike. Nach Deutschland bei einer Wohnungsräumung in Unterfranken wurden jetzt explosive Stoffe gefunden. In unseren Meldungen des Tages jetzt. Und die ganze Doku Deutschland 68, keine Jahr wie jedes andere, sehen Sie heute Abend 23.30 Uhr hier bei uns im Ersten natürlich. Und apropos prägen, ein Lied prägte wohl wie kein anderes die Karriere der folgenden Grande Dame aus der Schweiz. Schlagerdiva Liz Assia, die erste Siegerin überhaupt des Grand Prix wurde. Damals war der noch nicht so gigantisch, neben der Schweiz nahmen noch 6 andere Länder teil. Aber der Wettbewerb ließ sie nicht los. Dreimal stand sie nach ihrem Erfolg noch auf der ESC-Bühne, unter anderem 2012 mit Ralf Siegel. Da versuchte sie, die älteste Siegerin zu werden. Mein Leben war sehr glücklich. Wir sollten nie neidisch sein auf das Glück des anderen, sagte sie mal. Jetzt ist Liz Assia mit 94 Jahren gestorben. Über Kim Kardashian reden wir jetzt, liebe Zuschauer, die mit Nichtstun ihr Geld verdient. So hat sie es selbst mal gesagt in einem Interview. Nun gut, Nichtstun ist ein bisschen untertrieben, würde ich mal sagen. Sie vermarktet sich ganz gern selbst. Und ganz oben auf der Liste stehen da Instagram und Co., auf denen sie sich in fast allen Lebenslagen zeigt und auch mal nachhilft mit Photoshop-Pannen und Stars, die sie immer wieder übersehen. Hm? Genau, für einige Stars gab es jetzt ein schönes Glibberschleimbad. Unsere Promi-News. Und uns haben Sie morgen wieder direkt vor Ihrer Nase, wenn Sie denn einschalten natürlich, würde mich sehr freuen. Hier geht es jetzt weiter mit dem Quizduell und Jörg Pilawa. Und wir sehen uns morgen wieder, wie gesagt, Punkt 17.15 Uhr. Einen wunderschönen Abend, machen Sie es gut. Ciao.